Ja, Herr Dr. Beck, erstmal vielen Dank, dass ich Sie interviewen darf. Freue ich mich drüber. Und zwar, Sie sind eigentlich der Fachmann für die Hormontherapie nach Dr. Rimkus mit natürlichen, humanidentischen Hormonen. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie... Ja, das war eine, wie häufig im Leben, ein Zufall. Es ist mir zugefallen. Und zwar habe ich bei einer Fortbildung eine Heilpraktikerin kennengelernt, die mich ein paar Monate nach dieser Fortbildung anrief und sagt, sie hätte eine Patientin für mich und sie würde mir diese Patientin gerne zusenden, wenn ich bei der eine Behandlung nach Rimkus durchführen würde und damit ihre Wechseljahresbeschwerden zu behandeln. Ich habe gesagt, Rimkus habe ich noch nicht gehört, kenne ich nicht, aber ich bin sowieso der beste Arzt der Welt. Du kannst mir gern diese Patientin schicken. Und da sagte ich dir, nein, mein Lieber. Also auch wenn du der beste Arzt der Welt bist, wir wollen ganz gezielt eine Behandlung nach Rimkus haben. Und dann habe ich recherchiert, ob es diesen Rimkus überhaupt gibt, weil man hört ja so manches. Und es hat sich herausgestellt, es gibt einen Rimkus, das ist tatsächlich auch ein Arzt und der hat auch etwas zur Behandlung von Wechseljahresbeschwerden mit Hormonen geschrieben. Und dann habe ich mich darüber informiert und fand das also ganz spannend und habe dem Herrn Rimkus dann eine E-Mail geschickt. Und zu meiner Überraschung kam also sofort innerhalb von wenigen Stunden eine Antwort, ich möge mich doch telefonisch bei ihm melden. Das fand ich so ganz ungewöhnlich, weil die Kommunikation mit Ärzten oder Unterärzten oft ein bisschen schwierig ist. Man erwartet eigentlich nicht sofort, jedenfalls nicht sofort eine Antwort. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist es vielleicht doch gescheiter, wenn ich mich übers Wochenende erst noch ein bisschen informiere, was es mit dieser Rimkus-Therapie überhaupt auf sich hat. Habe dann übers Wochenende sein damaliges neu erschienenes Buch durchgeackert, habe dann am Dienstag angerufen, er war auch sofort am Telefon und wir haben uns unglaublich nett miteinander unterhalten. Es war also ein Gespräch, als ob wir schon lange miteinander bekannt wären. Und dann gab es zwei Punkte, an denen wir uns nicht einig wurden. Ich hatte bis zum damaligen Zeitpunkt die Hormonwerte in meinem Speichel bestimmt und Rimkus war ein großer Befürworter der Bestimmung der Hormonspiegel im Blut. Das war blöd, weil ich fand diese Speichelmessung schick und modern und neu und er war eben nicht dafür, er war dafür, die Hormonspiegel im Blut zu bestimmen. Und da sind wir uns nicht einig geworden. Und das Zweite war die Verordnung der Hormone. Ich hatte bis dato die Hormone immer als Cremes verordnet, was ja auch der moderne übliche Weg ist. Und er hat gemeint, aus bestimmten Gründen sei die Verordnung in Form von Kapseln besser. Und auch da wurden wir uns nicht einig. Und so ging das Gespräch ein bisschen hin und her und dann antwortete er auf einmal nicht mehr. Und denke ich mir, ja, was ist denn jetzt? Habe ich ihn jetzt irgendwie beleidigt? Das ist ein älterer Herr. Und dann sagt er, lieber Herr Dr. Beck, darf ich Sie mal etwas fragen? Und sage ich, ja, fragen Sie. Dann sagte er, ja, jetzt wollen wir uns so nett unterhalten und so hin und her diskutieren. Sagen Sie mir doch mal, wie sind denn eigentlich Ihre Erfolge? Und das war natürlich eine sehr gemeine Frage, weil wenn meine Erfolge mit der Hormontherapie so gut wären, wie ich das ja vorgetragen habe, warum behellige ich ihn dann überhaupt und warum diskutiere ich überhaupt mit ihm? Und wenn die Erfolge schlecht sind, warum widerspreche ich dann seiner Vorgehensweise der Bestimmung im Blut und der Verabreichung als Kapsel? Also ich habe dann mit mir gehadert, was ich ihm denn antworten soll und habe dann zugegeben, dass meine Behandlungserfolge bei Wechseljahresbeschwerden nicht so besonders sind. Dann hat er natürlich, so schlau wie er ist, sofort gesagt, was spricht denn dann dagegen, lieber Herr Kollege Beck, wenn Sie es einmal mit meiner Methode probieren? Und da saß ich in der Falle, Entschuldigung, und habe dann nolens volens eingewilligt, wenn dann hoffentlich in weiter Zukunft irgendwann mal ein Hormontherapiepatientin zu mir käme, dass ich es dann mit der Methode Rimkus probiere. Das war mein Einstieg. Und haben Sie sich auch persönlich irgendwie davon angezogen gefühlt, von dieser Methode? Oder war es nur irgendwie so ein fachliches Interesse? Also es ging dann ein Stück weiter. Das Schicksal hatte kein Einsehen mit mir. Am Dienstag war das Telefonat und am Freitag stand bereits die erste Wechseljahrespatientin vor mir. Dampfig, übergewichtig, rot, übellaunig, wahnsinnig schlecht geschlafen, depressiv.
schoss auf mich zu und sagte, Sie müssen mir jetzt helfen, Sie müssen mich retten mit meinen Hormonsituationen. Mir geht es ganz schlimm und das Leben ist vertan und macht keine Freude mehr. Und dann habe ich mich an das Telefonat mit Rimkus erinnert und habe dann sofort ihr vorgeschlagen, die Hormone im Speichel und im Blut zu bestimmen. Die eine Bestimmung habe ich auf meine Kosten gemacht, die andere auf ihre Kosten. Dann habe ich Rimkus angerufen, habe ihm diese Ergebnisse mitgeteilt und dann bin ich seinem Vorschlag gefolgt und habe die Hormone verschrieben, so wie Rimkus das eben empfohlen hat. Und einen Monat später kam diese Patientin wieder auf mich zu mit einem großen selbstgemachten Obstkuchen und einem großen Blumenstrauß. Und bis dato hatte ich noch nie von Patienten beides bekommen. Blumen, ja, Kuchen auch, aber noch nie beides zusammen. Und das war für mich die Initialzündung, der Sache jetzt nachzugehen, mich mehr damit zu beschäftigen und das Geheimnis dieser Methode kennenzulernen, herauszubekommen, worum es da eigentlich geht. Und das hat dann dazu geführt, um Ihre Frage dann eigentlich zu beantworten, dass ich mich selber fachlich, medizinisch immer mehr mit den dahinterliegenden Gedanken auseinandergesetzt habe. Ich habe dann festgestellt, dass die Ideen von Rimkus, die Ansätze von Rimkus sehr an der Natur des Menschen orientiert sind, dass er ein sehr forschender Geist ist, der sich ungeheuer bemüht, das Richtige zu tun und den Menschen in diesem Punkt Gutes zu tun und den Menschen wirklich zu helfen. Und das hat mich sehr angesprochen und so habe ich mich mehr und mehr mit der Methode beschäftigt und habe mich dann schließlich mit ihm zusammengefunden und habe dann mit ihm das Hormonnetzwerk gegründet. Und haben dann weiterhin noch viel Kuchen bekommen und Blumen? In Anbetracht meiner nicht ganz schlanken Figur habe ich dann meine Patienten und Patientinnen gebeten, vielleicht von großen Kuchengeschenken Abstand zu nehmen und sich mehr auf Blumen und Ähnliches zu beschränken. Aber um Ihre Frage eigentlich inhaltlich zu beantworten, das war für mich sehr erstaunlich. Wir haben ja in der Medizin so eine Erfahrung mit Drittelquoten. Also wenn man eine Behandlung macht, schlägt sie bei einem Drittel der Patienten sehr gut an. Bei einem Drittel der Patienten ist es so lala. Und bei einem Drittel der Patienten haben wir wenig oder keinen Erfolg. Und das war bei Rimkus nicht so. Wir hatten bei 80-90% der Patienten enorme Erfolge. Zum Teil berührend. Frauen, die angefangen haben zu weinen, gesagt haben, jetzt habe ich mein altes Leben wieder zurück. Oder Männer, die anrufen und sagen, jetzt weiß meine Frau wieder, was es bedeutet, Frau zu sein. Also etwas, was ich sonst in der Medizin eigentlich kaum jemals erlebt habe. Also es ist nicht nur eine medizinisch besonders überzeugende Behandlung, sondern sie ist auch von den Erfolgen her berührend. Und das ist etwas, was einem natürlich als Arzt große Freude macht. Was schätzen Sie sonst an der Rimkus-Methode und wie unterscheidet sie sich von dem, was andere Frauenärzte machen? Wenn ich mit der Not eines Patienten konfrontiert werde und mich das berührt, dann suche ich einen Weg, dem Patienten zu helfen. Und da ist Rimkus für diese Hormonmangelsituation, die ja vor allem sich im Rahmen der Wechseljahre zeigt, ein ganz hervorragender Ansatz. Ich weiß keinen besseren. Das ist also etwas, was mich enorm überzeugt hat. Und dann kommt dazu, wenn man sich mehr mit der Methode beschäftigt, wenn man sich mit den Grundlagen auseinandersetzt, dann ist es ein sehr natürliches und ein sehr an der Physiologie, also in der Natur des Menschen orientiertes Verfahren. Also wir können durch Rimkus zum einen die Hormone ergänzen, da wo eine Schwäche ist. Und je mehr die Schwäche zunimmt im Verlauf der altersentsprechenden Degeneration, desto mehr Hormone kann man ergänzen. Also ein sehr flexibles Verfahren. Zweitens, die Hormonpräparate, die wir einsetzen, werden individuell in der Apotheke hergestellt. Das heißt, wir können für jeden Menschen seinen hormonellen Maßanzug machen, und zwar für alle relevanten Hormone separat. Es ist also eine extrem präzise Behandlung in einem enorm sensiblen Bereich. Hormon ist ja nicht irgendwas. Wir arbeiten ja nicht mit einem Hammer, sondern es sind die feinsten Botenstoffe, die wir überhaupt haben. Und die können wir nach dieser Rimkus-Methode extrem genau auf die Bedürfnisse des Menschen einstellen, die dieser Mensch hat. Und das Dritte, was mich auch sehr gefreut hat bei dieser Methode, ist, wir verwenden ausschließlich natürliche Hormone,
also Hormone aus natürlicher Quelle, die von Pflanzen abgeleitet werden. Und zweitens, die so gewonnenen Hormone sind identisch zu den Hormonen, die wir uns selber in unserem Körper herstellen. Das heißt, es sind nicht nur ähnliche Hormone, die ähnlich wirken, sondern es sind genau so, wie man es überhaupt heute nur nachweisen kann, wie die menschlichen Hormone selbst sind. Und das sind drei wirklich ganz tolle Alleinstellungsmerkmale. Also zum einen sind sie aus natürlicher Quelle, zum zweiten sind sie von der Struktur her identisch mit den menschlichen Hormonen und drittens sind sie individuell dosierbar auf die Bedürfnisse des jeweiligen Menschen. Und das ist wirklich etwas Besonderes, was ich bisher noch in keiner anderen Methode so gefunden habe. Ich war ehrlich gesagt überrascht, als ich das erste Mal hörte, dass die Hormone nach Dr. Rinkus ganz körperidentisch sind, also genau von der gleichen Struktur, weil ich dachte, das müssten alle Hormone sein, sonst dürften sich diese Stoffe gar nicht Hormone nennen. Ja, das ist ein weit verbreitetes Verständnis. Viele Menschen glauben, Hormon ist gleich Hormon, Östrogen ist gleich Östrogen. Das ist leider nicht so. Dazu muss man vielleicht ein paar Schritte in die Geschichte der Hormonentstehung oder der Hormonsynthese überhaupt zurückgehen. Hormonos heißt ja der Beweger, also Hormone sind Botenstoffe, die im Körper etwas bewegen. Und es war 1924, wie Butenandt die Struktur des Östrogens überhaupt erst aufklärte und dafür dann auch den Nobelpreis bekommen hat, sodass wir genau wussten, wie die Struktur des natürlichen Östrogens überhaupt aussieht. Ein Jahr vorher, 1923, hat ein Innsbrucker Physiologe, der Professor Haberland, in der Münchner Medizinischen Wochenschrift einen aufsehenerregenden Artikel veröffentlicht mit dem Titel »Künstlich hergestellte Sterilität durch Überpflanzung des trächtigen Ovars, also eines befruchteten Eierstöcke von einem Kaninchen auf ein bisher nicht trächtiges Kaninchen. Durch diese Überpflanzung, konnte Haberland zeigen, wurde das Kaninchen nicht mehr schwanger. Also wir konnten eine Sterilität, oder er konnte nachweisen, dass ein Kaninchen steril wird, wenn es ein befruchtetes Ovar unter dem Bauchfell oder im Rücken trägt. Und das war natürlich ein Durchbruch, das war der Beginn eines Menschheitstraums, dass man eine Sterilität herbeiführen kann, dass man so Sex haben kann, ohne schwanger zu werden. Immer schon ein Menschheitstraum. Und das war ein Durchbruch, der damals eben hergestellt wurde und durch die Zufuhr von Hormonen, von den Substanzen, die eben in dem trächtigen Ovar des einen Kaninchens vorhanden waren. Und das hat die Idee überhaupt ausgelöst, wie wir dazu kommen könnten, dass wir durch Übermittlung von Stoffen Unfruchtbarkeit, gewünschte Unfruchtbarkeit erzeugen können. So, und dann gab es verschiedene Forschergruppen, die Wege gesucht haben, wie wir diese Substanzen herstellen können, dieses magische Östrogen. Und dann gab es in Amerika einen Professor Russell Marker. Und dieser Russell Marker hat gezeigt, dass man durch die Umformung bestimmter Pflanzen ein Extrakt herstellen kann. Dieses Extrakt heißt Diosgenin. Und dass durch weitere geschickte Umformen aus diesem Diosgenin ein erstes Steroidhormon synthetisiert werden kann, nämlich das Progesteron. Und das war ein großer Durchbruch, weil bis zum damaligen Status dieses Progesteron nur aus der Rindergalle hergestellt werden konnte. Und das war ein über 20-stufiger Prozess, der enorm teuer war. Und Russell Marker war es jetzt gelungen, diesen Herstellungsprozess wesentlich zu verkürzen und deutlich zu verbilligen. Der Preis für Progesteron sank auf ein Tausendstel. Und jetzt hatten wir eben eine wunderbar billige Ausgangssubstanz, die aus einer Pflanze gewonnen war, also natürlich war, und die dann in der Struktur identisch war mit dem menschlichen Progesteron. Das war also dieser große Durchbruch. Und dann konnte man dieses Progesteron umformen. Aus Progesteron wurde dann Testosteron und aus Testosteron Östrogen. Jetzt hatten wir eben dieses Östrogen. Wunderbar. Das Problem beim natürlichen Östrogen ist leider ein großes, die Halbwertszeit. Die Halbwertszeit beschreibt in der Medizin die Zeit, die ein Mittel in der Regel wirkt, bis die Hälfte dieses Mittels vom Körper abgebaut wird. Und die Halbwertszeit vom natürlichen Östrogen sind nur 45 Minuten. Das heißt, wenn man diese Tablette mit Östrogen schluckt, dann kommt die wunderbar im Körper an, aber nach 45 Minuten ist die Hälfte von dem Östrogen abgebaut. Nach weiteren 45 Minuten ist die Hälfte der Hälfte abgebaut, ist also nur noch ein
Drittel vorhanden. Nach einer weiteren 45 Minuten ist wieder die Hälfte abgebaut. Das heißt, nach 2 Stunden ist fast nichts mehr da von dem Östrogen. Das würde also bedeuten, man müsste alle 2 Stunden eine neue Östrogentablette nehmen. Und das ist natürlich kein verkaufbares Produkt. Tagsüber vielleicht noch möglich, aber in der Nacht völlig illusorisch. Und deswegen haben sich diese Forschergruppen dann daran gesetzt, einen Weg zu finden, dieses Östrogen so zu verändern, dass es eben nicht mehr nur 45 Minuten wirkt, sondern dass es eben länger wirkt. Dass es in diesem Rezeptor, in den es hineingeht, nicht nur 45 Minuten drin ist zur Hälfte, sondern eben länger. Und dann kamen die auf die gloriose Idee, an dieser Stelle, wo das Hormon in den Rezeptor hineingeht, dürfte man natürlich nichts ändern, aber auf der anderen Seite des Hormons dort etwas hinzukleben, nämlich einen Ethinylrest. Das ist in der Biochemie nichts Besonderes. Ethinyle sind weit verbreitet, so eine Substanz, die keine Probleme macht, die billig herzustellen ist. Man hat also an das Östrogen jetzt ein Ethinyl hingeklebt. Dadurch wurde aus dem Östrogen ein Ethinylöstrogen. Auf der einen Seite des Hormons passte es nach wie vor wunderbar in den Rezeptor hinein, aber durch das angeklebte Ethinyl, sozusagen durch den Schlüsselbund, war jetzt dieses Hormon in diesem Schloss länger verklebt, war länger verhaftet und konnte erst nach 45 Stunden zur Hälfte abgebaut werden. Und das war der Durchbruch für die Antibabypille. Damit war sichergestellt, dass es genügt, einmal am Tag eine Tablette zu nehmen. Nur, jetzt war ein neues Produkt entstanden, eben nicht mehr das Original Östrogen, sondern es hatten wir Ethinylöstradiol. Es war also eine neue Substanz, die sich in kleinen, aber wesentlichen Bereichen vom Originalhormon unterschied. Hat zu 2 erheblichen Konsequenzen geführt. Wie jeder weiß, der mal einen Schlüssel hat nachmachen lassen. Ein nachgemachter Schlüssel passt zwar ins Schloss, aber er klemmt oder er wackelt. Das heißt, diese nachgemachten hormonähnlichen Substanzen, also das Ethinylöstradiol und seine Geschwister, passen zwar ins Schloss, lösen auch Hormonwirkungen aus, sind aber nicht vollkommen ident mit dem normalen menschlichen Hormon, das wir in uns eben herstellen, sondern haben minimal unterschiedliche Wirkungen. Das machen wir uns natürlich zunutze, zum Beispiel bei der Antibabypille. Es gibt eine Antibabypille, die eine schöne Haut macht. Eine macht vielleicht, dass die Brust ein bisschen stärker wächst. Die andere wirkt mehr auf die Stimmung. Also da kann man ein bisschen diese unterschiedlichen Wirkungen nutzen, je nachdem, was die Frau, was die Patientin gerade möchte, dass man sich den dafür am besten passenden Schlüssel sozusagen heraussucht. Das ist die positive Seite. Die negative Seite dieser Wirkungsunterschiede ist, dass wir natürlich auch möglicherweise unerwünschte Wirkungen haben, die man im ersten Moment gar nicht so im Auge hat, wie zum Beispiel ja mittlerweile bekannt ist, dass diese Hormone Thrombosen auslösen können und viele andere Nebenwirkungen auch haben können. Ein zweiter Effekt, der damit zusammenhängt, dass das Östrogen verändert wurde, ist der Effekt auf den Abbau. Eine gewisse Zeit wirkt ja jetzt dieses veränderte Östrogen im Rezeptor, bis es dann ausgeworfen wird. Und dann beginnt der Abbau dieses Hormons. Wir nennen das Metabolismus. Also das Knacken des Hormons durch die Enzymkaskaden, die der Mensch eben über Jahrhunderttausende entwickelt hat, um die Hormone abbauen zu können. Und jetzt haben wir aber kein natürliches Östrogen mehr, sondern wir haben jetzt eine veränderte Substanz. Und für diese veränderte Substanz sind unsere Abbausysteme gar nicht richtig vorgesehen. Gott sei Dank passiert in 99% der Fälle gar nichts. Wir pinkeln diese veränderte Substanz einfach über den Urin hinaus in das Wasser und in die Klärwerke, wo es dann leider nicht abgebaut werden kann, weil es auch keine Bakterien gibt, die dieses veränderte Hormon abbauen können. Aber ein kleiner Teil dieses Hormons bleibt leider in der Nähe der Rezeptoren liegen, verbleibt im Körper und kann dann durch diese veränderten Abbauprodukte, durch die sogenannten Metaboliten, tatsächlich unerwünschte Nebenwirkungen, unerwünschte Wirkungen auslösen. Und da haben wir leider durch große Studien jetzt ziemlich gute Kenntnis darüber, dass diese Nebenwirkungen ganz erheblich sein können. Von Brustkrebs bis zur vermehrter Schlaganfallrate, von vermehrter Herzinfarktgefahr bis hin zu Thrombosen, Nieren- und Gallenerkrankungen und so weiter und so weiter. Zusammenfassend, wir haben auf der einen Seite eine Unterscheidung zwischen den Originalhormonen und den synthetischen, nachgemachten Hormonen in Bezug auf die Wirksamkeit. Sie ist nicht vollkommen identisch.
sie weicht in Spuren zum Teil auch etwas mehr voneinander ab. Und zweitens haben wir einen Unterschied, was den Abbauprozess anbelangt, weil eben jetzt nicht mal das reine Östrogen abgebaut wird, sondern eben ein Ethinylöstradiol. Also wir haben Probleme möglicherweise oder möglicherweise Probleme, was die Wirksamkeit anbelangt und möglicherweise Probleme, was den Abbau anbelangt. Und das führt zu einer zu einer Neubewertung der Risiken und der Vorteile der üblichen Hormontherapie, nämlich der Therapie mit Synthetika im Unterschied zu den Naturhormonen. Also wenn ich es richtig verstehe, sind die Hormone in Verruf geraten durch Stoffe, die eigentlich gar keine körperidentischen Hormone waren? Ja, also man hat in der Medizin Wege gesucht, um das Problem der ungewollten Schwangerschaften zu lösen. Und in diesem Rahmen erschien es sinnvoll, die Wirkdauer der Hormone durch bestimmte Synthesen zu verlängern. Und das war ein großer Fortschritt. Dabei hat man billigend in Kauf genommen, dass die Hormone verändert werden. Man hat auch nicht darauf geachtet, man hat auch gar nicht wahrgenommen, dass das zu irgendeinem Problem führen könnte, weil man insgesamt das auch weiter als Hormone angesehen hat und es ja auch wie ein Hormon gewirkt hat. Was man nicht bedacht hat, ist, dass es zum einen zu Wirkungsveränderungen kommt und zweitens zu Veränderungen des Abbauverhaltens. Und das ist eben heute ein Riesenproblem. Es gab 3 große Studien, die dieses Risikopotenzial von Hormonen sehr deutlich uns nahegebracht haben, sodass heute bis vor kurzem eine neue Bewertung der Hormontherapie in der Medizin Platz gegriffen hat. Genauso wie man früher die Hormontherapie euphorisch beworben hat mit den synthetischen Hormonen bis zum Jahr 2000, 2001, 2002, wurden die Frauen ja geradezu genötigt, Hormone einzunehmen. So hat heute das Pendel in die Gegenseite umgeschlagen. Heute ist es so, dass Frauenärzte eher zurückhaltend sind und selbst Frauen, die dringend Hormone brauchen würden, vor den Gefahren der Hormontherapie warnen. Das große Problem: Es wird normalerweise gar nicht unterschieden zwischen den natürlichen, humanidentischen Hormonen auf der einen Seite, die diese Nebenwirkungen alle gar nicht haben, und den synthetischen oder semisynthetischen Hormonen, die man üblicherweise in der Apotheke kaufen kann. Und da gibt es aber riesige Unterschiede und das wird überhaupt nicht wahrgenommen, weil auch vom Begriff her es keinen Unterschied gibt zwischen den synthetischen Östrogenen und den natürlichen Östrogenen. Die heißen alle Östrogene, auch wenn das eine eigentlich ein Östrogensuccinat oder ein Östrogenvalerat oder ein Ethinylöstradiol ist. Diese unterschiedlichen Östrogene heißen alle Östrogene, und wenn man nicht genau hinschaut und möglicherweise Studien nicht genau nachliest, dann kommt man gar nicht drauf, dass das Untersuchungen sind mit veränderten Substanzen, und es wird dann verallgemeinert und diese ganzen Wirkungen werden dann den Östrogenen oder den Hormonen insgesamt zugeschrieben, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Ja, und jetzt gibt es halt die Rimkus-Methode, wo das wiederum nicht stimmt, dass sie eben schwer abzubauen sind und Krankheiten verursachen können, bis hin Krebs. Die Rimkus-Methode oder die Rimkus-Präparate beinhalten oder bringen als Effekt alle positiven Effekte quasi, die ein Hormon bringen kann, ohne die negativen Effekte. Ganz genau. Also das Besondere bei der Rimkus-Therapie ist, dass wir wirklich ausschließlich Hormone verwenden, die vollkommen identisch sind mit den natürlichen Hormonen. Wir machen eben keine Veränderung an den Hormonen. Das heißt, die Rimkus-Methode ist die eigentliche Hormontherapie, und die üblichen Präparate, die man kaufen kann, sind ja keine Originalhormone, jedenfalls in der Vielzahl, es gibt einige Ausnahmen, sondern es sind eben veränderte Hormone, die man aus guten Gründen verändert, weil man eben vielleicht eine schöne Haut haben möchte oder eine antidepressive Wirkung erzielen will. Das sind oft ganz gute Gründe, aber es sind eben nicht die Originalschlüssel für das Schloss, sondern sind veränderte Schlüssel, und da kann es eben zu entsprechenden unerwünschten Wirkungen und Nebenwirkungen, die zum Teil ja enorm schlimm sein können, kommen. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Die Rimkus-Methode macht das eben nicht. Da werden ausschließlich die Originalhormone verwendet und nicht die veränderten hormonähnlichen Derivate. Aber die Rimkus-Hormone wirken auch dauerhaft, nicht nur so kurze Zeit. Da ist ein anderer Weg für gefunden worden, ja? Also
das Problem bei Rimkus oder das Problem, ich möchte anders vielleicht anfangen, das Problem bei der Verwendung der Originalhormone bleibt ja bestehen, dass das Östrogen nur 45 Minuten Halbwertszeit hat. Das heißt, der Dr. Rimkus hat damals, wie er auf diese Idee kam, dieses Problem irgendwie lösen müssen. Was kann man tun, dass diese Rimkus-Präparate, die Rimkus-Östradiole oder die nach dem Rimkus-Verfahren hergestellten Kapseln, nicht schon nach 45 Minuten die Hälfte ihrer Wirksamkeit verlieren? Und er hat damals mit seinem Apotheker zusammen eine Methode entwickelt, die aus Amerika adoptiert worden ist, die Hormone als Pulver mikrofein zu zermahlen, sodass es eine Art Hormonstaub gab. Und dieser Hormonstaub wurde mit Öl suspendiert. Das heißt, diese trockene, pulverige Hormonsubstanz wurde in ein Öl hinein vermengt. Und diese feine Suspension ist so winzig in diesen Öltröpfchen, dass die wunderbar im Körper aufgenommen werden kann, in die Lymphe und auch ins Blutsystem. Und damit wir eben eine wunderbare Aufnahme der Hormone ins Blutsystem hatten. Das gilt auch für das Progesteron, was in natürlicher Form eigentlich kaum aufzunehmen ist vom menschlichen Körper. Und wenn das Progesteron fein gemahlen wird und in diese Öltröpfchen aufgenommen wird, dann kann das Progesteron wunderbar im Blut ankommen, der Lymphe, was sonst nicht der Fall war. Und der Trick, den jetzt der Apotheker mit seinem, den Dr. Rimkus mit seinem Apotheker anwandte, war so, dass die Abgabe dieser Hormone aus den Kapseln ungefähr 2 Stunden brauchte, bis die Hormone im Blut ankamen. Und dann wurden die Hormone allmählich aus diesen Kapseln freigegeben. Und das bedeutet, wir haben auf diese Rimkus-Kapsel, durch die Rimkus-Kapsel eine verzögerte Freisetzung. Und diese Freisetzung dauert beim Östrogen 4 bis 8 bis 10 bis 12 Stunden und beim Progesteron 8 bis 24 Stunden, bis die Hälfte der freigesetzten Hormone verbraucht ist. Das heißt, wir hatten ohne Veränderung der Hormone, einfach durch eine geschickte, intelligente Zusammenstellung, durch die Veränderung, wir nennen das in Medizin, durch die Veränderung der Galenik, also durch die Veränderung der Zubereitung, durch dieses Mikronisieren und Suspendieren in Öl, hatten wir jetzt eine biochemische Zusammensetzung, die einen allmählichen Anstieg des Hormonspiegels bewirkt und dann einen langsamen Abfall. Und das war der Trick, den Rimkus damals entwickelt hat, um eben eine allmähliche Abgabe der Hormone sicherzustellen. Das führt natürlich dazu, dass man jetzt 2-mal am Tag eine solche Kapsel nehmen muss, einmal in der Früh, dann steigen nach 2 Stunden die Hormone auf ein Maximum an und dann fallen die Hormonlevels langsam wieder ab. Und dann am Abend, dann steigen wieder 2 Stunden später die Hormonlevels an, um dann wieder allmählich abzufallen. Und wenn man dann zum Beispiel mal die Abendkapsel vergisst oder die Morgenkapsel vergisst, dann sinken die Hormone immer weiter ab. Und das ist dann ein gewissermaßen wissenschaftlicher Versuch. Man kann daraus sehen, dass wirklich nur die unbedingt notwendigen Hormone zugeführt werden, weil beim Weglassen der Hormone die Spiegel allmählich wieder absinken, sodass man dann nach 1, 2, 3 Tagen durchaus merkt, dass einem die Hormone fehlen. Ich muss also sagen, dass wir mit dieser Rimkus-Therapie eigentlich nicht heilen. Wir machen keine Therapie im eigentlichen Sinn, sondern machen eine echte Substitution. Das heißt, wir füllen nur einen Mangel auf. Das ist so wie bei der Scheibenwaschanlage beim Auto. Wenn die leer ist, dann füllen Sie die Originalflüssigkeit ein und dann fährt das Auto eben wieder mit tadelloser Scheibenwaschflüssigkeit, bis sie wieder abgesunken ist. Und das machen wir gewissermaßen auch mit den Sexualhormonen. Wir füllen Östrogen, Progesteron und gegebenenfalls auch Testosteron in der originalen, vom Hersteller, was in dem Fall ja der liebe Gott ist, in der originalen Zusammensetzung in diese Scheibenwaschflüssigkeitskanister ein, sodass das Auto dann problemlos fahren kann. Und wenn wir das mit dem Original machen, dann brauchen wir auch keine Sorge haben, dass irgendwelche Nebenwirkungen auftauchen. Sie haben auch keine Sorge, wenn Sie die Scheibenwaschflüssigkeit einfüllen, dass das Auto dann brennt. Wenn wir aber besonders schlau sein wollen und Geld sparen wollen oder ein besonders kluger Geschäftsmann sein wollen und nicht die Originalscheibenwaschflüssigkeit nehmen, sondern stattdessen Waschbenzin, dann mag das im Winter noch gehen und die Scheibe wird auch sauber. Aber im Sommer, wenn Sie dann einmal bei 45 Grad sprühen, dann muss man sich nicht wundern, wenn auf einmal das Auto anfängt zu brennen, weil das Waschbenzin sich eben entzündet. Und vielleicht ist es auch so ähnlich mit den Hormonen. Wenn wir also wirklich der
gewollten Schöpfung folgen und dieses Hormon genau an der Natur orientieren und ausschließlich das auffüllen, was tatsächlich fehlt. Da müssen wir uns natürlich vergewissern, ob wirklich was fehlt, indem wir es eben messen und bestimmen. Und dann nur das Original da einfüllen, dann müssen wir eigentlich gar nicht mit irgendwelchen Nebenwirkungen rechnen, weil wir ausschließlich einen Mangel auffüllen. Wir machen also eine echte Substitution, wir beheben einen Mangel, wir stellen also den vorherigen gesunderen Zustand wieder her. Das ist der Zauber und das Besondere an der Remkostherapie. Und das nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Völlig richtig. Erstaunlicherweise haben auch Männer Hormone. Nachdem ich selber ein Mann bin und jetzt auch nicht mehr 25, sondern schon ein bisschen drüber, stellen auch wir Männer fest, dass wir nicht nur Testosteron als Leithormon haben, sondern wir Männer haben genauso Östrogen und Progesteron wie die Frauen, allerdings natürlich in einer anderen Konzentration. Also man sagt heute ganz grob, beim Testosteron hat der Mann ungefähr 10-mal so viel wie die Frauen und bei Östrogen und Progesteron haben die Frauen ungefähr 3-4-mal so viel wie die Männer. Und das ist ganz grob gesagt die Faustformel. Wir messen diese Hormonlevel bei Mann und Frau und würden dann so viel ergänzen, dass Männer in ihren Normbereich hineinkommen oder Frauen in ihren Normbereich hineinkommen, je nachdem, ob das ein Mann oder eine Frau ist, der zu behandeln ist. Aber Normbereich heißt in dem Fall die Werte, wie ein Mensch in seiner Blüte hat, also in jüngeren Jahren? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wenn wir sagen, wir machen eine Hormonsubstitution, müssen wir überlegen, in welche Dimension wollen wir substituieren? Wohin wollen wir denn mit unserer Therapie kommen? Also welches Level wollen wir erreichen? Und wenn ich jetzt eine 55-jährige Frau vor mir habe, dann ist die Norm für alle 55-jährigen Frauen, dass sie mehr oder weniger zu niedrige Hormone haben und deswegen ja die Wechseljahresbeschwerden ausbilden. Das heißt, es nutzt gar nichts, wenn ich der statistischen Norm folge, wenn ich die Hormone nur in den Bereich hineinhebe, in dem er altersbedingt sowieso schon sein muss. Beispiel, wir gehen hinaus auf die Straße und untersuchen die Menschen, ob sie Karies haben. Dann wird bestimmt mindestens ein Drittel der Bevölkerung Karies haben. Dann müssen wir sagen, Karies ist fast normal für ein Drittel der Bevölkerung. Aber wir wollen doch bestimmt nicht Karies haben. Das heißt, Karies wäre zwar normal, aber diese Art der statistischen Normalität hilft uns bei den Hormonen nicht, weil mit den normalen niedrigen Hormonen haben wir eben nur die Beschreibung der bekannten Misere. Das heißt, wir müssen tatsächlich die Hormone anheben in einem Bereich, wo die Hormone dann sind, wenn die Frauen noch einen normalen Zyklus haben. Das heißt, wir nehmen als Vorbild die Frau vielleicht von 20 bis 32. Wenn wir sehr viel weiter hinuntergehen, bei den viel jüngeren Frauen sind die Hormonproduktionen noch nicht ausgebildet, sie sind noch nicht regelmäßig. Und wenn wir weiter hinaufgehen im Alter, also die Frauen mit 35, 40 nehmen, da beginnen schon die ersten Hormone nicht mehr ganz normal oder nicht mehr im ausreichenden Maß hergestellt zu werden. Das heißt, wir müssen uns wirklich konzentrieren auf das Alter zwischen 20 und 30. Da haben wir die stabilste Hormonphase und darin orientieren wir uns. Wir schauen also, wie viel Hormon muss eine Frau zwischen 20 und 30 mindestens haben, um gesund zu sein, dass sie eine normale Ovulation hat, also normale Eisprünge, dass sie eine gute Periodenblutung hat. Und in diesem Bereich heben wir die Hormone an. Wir wollen also nicht den Bereich einer 13- oder 15-Jährigen erreichen. Wir wollen aber auch nicht den statistischen Normbereich einer 50- oder 60-jährigen Frau erreichen, sondern wir wollen den normalen Zustand einer gesunden Frau erreichen, wo eben die Hormone noch ihrer üblichen Funktion normal nachkommen können. Wir machen also eine physiologische Mindestversorgung der Frau. Wobei bei jeder Behandlung natürlich mit dem Patienten oder der Patientin gesprochen wird, wie er oder sie sich fühlen. Und ich denke, wenn jemand sich gut mit einer bestimmten Dosierung fühlt, dann ist das auch dann stimmig wohl. Ne? Ganz genau so ist es. Wir definieren einen Zielbereich. Beim Östrogen zum Beispiel ist es der Bereich von 80 Pikogramm bis 180 Pikogramm. Das ist ja eine gehörige Spanne. Und in dieser Spanne zwischen 80 und 180, da suchen wir dann für diesen Menschen die individuelle Dosis. Und wenn wir eine sehr schlanke, sehr sportliche Frau vor uns haben, die nie besonders rund war und im Sinne dieser
östrogenlastigen Feminität ausgeprägt war, also vielleicht eher so ein Modeltyp, früher würde man sagen Miss Twiggy, heute würde man sagen vielleicht so ein Kate Moss-Typ, ja, das ist heute so die, vielleicht das moderne Frauenbild, da würden wir mit dem Östrogen eher im unteren Bereich uns bewegen. Und wenn wir im Gegensatz dazu vielleicht eine etwas üppigere Frau haben, mit einem großen Busen, mit einem großen Popo, die den ganzen Tag mit den Kindern schmust und kocht, was wir so als das typisch Weibliche vielleicht archetypisch verstehen könnte, da müssen wir mit den Hormonen dann eher hinaufgehen. Das wäre so vielleicht ein bisschen die Begrenzung. 80 eher die sportlich schlanke Frau und 180 dann eher die etwas rundere, üppigere Frau, so Richtung Marilyn Monroe. Das wären so vielleicht die Extreme. Und jetzt muss man schauen, wo die jeweilige Frau sich wohlfühlt. Die eine Frau sagt, ja, ich habe das Gefühl, meine Brust wird groß und die wird schwer und ich fühle mich nicht wohl. Dann hat sie eher ein bisschen zu viel Östrogen. Und wenn die Frau sagt, ja, jetzt kommen die Wechseljahresbeschwerden wieder, ich habe Hitzewallungen, ich bin eher depressiv, meine Marktfähigkeit geht zurück, dann haben wir eher ein bisschen zu wenig Hormone. Und diese Aspekte, also auf der einen Seite der Messwert und auf der anderen Seite die Konstitution und die persönlichen Bedürfnisse, das gibt eben die Spanne, in der wir uns bewegen. Und das macht dann das individuelle Feintuning des jeweiligen Patienten aus, dass wir einmal mehr in die Richtung gehen, eher ein bisschen nach oben, oder einmal in jene Richtung, eher ein bisschen nach unten. Und das ist auch sehr schön. Wir können die Hormone in der Apotheke bis auf wenige Milligramm genau diesen Menschen zuarbeiten, zubilden oder jene Menschen zuarbeiten, zuformen. Und das gibt natürlich eine ganz wunderbar individuelle Behandlung, sodass die Frau oder auch der Mann genau die Hormonmenge bekommt, die er braucht und die er oder sie auch möchte. Sehen Sie bei vielen Männern eine Offenheit für eine Hormontherapie? Meistens ist es so, dass die Frau in Wechseljahresbeschwerden Hilfe für ihre Not sucht, die übliche Hormontherapie mit den Synthetika abgelehnt wird, aus guten Gründen, weil eben damit zum Teil wirklich übel erhöhte Risiken verbunden sein können, sich dann auf den Weg macht und dann schließlich bei einem Rimkusarzt landet. Dann beginnt diese Frau mit der Rimkustherapie und stellt fest, nach kurzem, oft schon nach 2 Wochen, mir geht es viel besser, ich fühle mich wohler, die Symptome gehen deutlich zurück, ich kann mich besser konzentrieren, ich habe kaum mehr Hitzewallungen, ich kann viel besser schlafen. Und dann wird diese Frau fröhlicher, nimmt am Leben wieder aktiver teil und wendet sich auch ihrem Mann wieder mehr zu. Und dann sind die Männer ganz überrascht, dass sich die Frau wieder zu der Frau zurückentwickelt oder vorwärts entwickelt, die sie früher mal geheiratet haben, und sind dann ganz neugierig, was machst du denn da? Und dann geht die Initiative in der Regel von der Frau aus, dass die Frau ihn dann mal mitnimmt zu einer Besprechung. Dann sagt der Mann, kann ich das nicht auch machen? Vielleicht gibt es bei mir auch hormonelle Defizite. Das ist die überwiegende Mehrheit. Also Männer, die bei ihrer Frau eine negative Verwandlung sehen, wenn die Hormone wegbrechen, und die dann erleben, wie viel besser es den Frauen geht, wenn sie die Hormone bekommen, und sich fragen, ob nicht auch bei ihnen eine gewisse Unterstützung oder Verbesserung möglich ist durch Zufuhr der Hormone. Es gibt eine kleine Gruppe von Männern, die sich sehr um ihre Gesundheit bemüht, um ihre Vitalität, um ihre Energie, und die kommt dann auch selber drauf, dass die Hormone ihnen vielleicht helfen könnten, und dann suchen mich diese Männer auch gezielt und direkt auf. Das ist aber eine wesentlich kleinere Gruppe. Wir würden vielleicht sagen, vielleicht 10-15% meiner männlichen Patienten kommt das aufgrund eigener Initiative. Die meisten doch vermittelt oder angestoßen durch ihre Frau. Kann es problematisch werden, wenn nur einer in der Partnerschaft Hormone nimmt? Ja, also da haben wir dann das Problem möglicherweise der 2 Geschwindigkeiten. Man wird ja in der Regel miteinander alt, wenn es einem geschenkt ist, eine längere Beziehung zu führen, was sich die meisten Menschen ja wünschen. Ich jedenfalls gehöre zu dieser Gruppe. Ich möchte gerne eine schöne, lange, glückliche Beziehung führen. Und wenn jetzt beide merken, dass die Hormone verloren gehen und beide gewisse hormonelle Defizite erleben, dann kann das Erleben dieses Mangels ja auch zusammenschweißen.
Wenn jetzt aber ein Partner durch die Hormontherapie wieder die Vitalität zurückgewinnt, wieder Energie hat, die Libido erwacht, die Lebensfreude erwacht und auf einmal große Aktivitäten entfaltet und der andere Partner zurückbleibt, dann kann das durchaus zu erheblichen Spannungen führen. Gelegentlich kommen auch Trennungen vor, weil Frauen dann einfach eine neue Vitalität sich zurückerobert haben und die Männer glauben, es sei alles gut und sie müssten nichts tun. Und dann zieht die Frau eben die Konsequenz und könnte dann unter Umständen auch zu großen Spannungen in der Partnerschaft führen. Meistens aber sind die Frauen klug genug, ihre Männer zu motivieren, dass sie dann auch gegebenenfalls die Hormontherapie auf sich nehmen oder man findet einen Modus vivendi miteinander. Es gibt in Beziehungen jede Art von Spielart, jede Art von unterschiedlichem Umgang miteinander und dann muss man halt miteinander verhandeln und überlegen, wie man das am besten gemeinsam macht. Sind Sie auch bereit, über sich persönlich zu sprechen? Also ich nehme an, dass Sie auch die Hormone nehmen. Ja, da haben Sie nicht ganz Unrecht. Ich habe die magische 50 überschritten. Ich marschiere jetzt schnell auf die 60 zu. Ich bin Jahrgang 59, werde also dieses Jahr 58 Jahre alt. Und wie bei den meisten Männern in meinem Alter, habe auch ich natürlich ein gewisses hormonelles Defizit erlebt. Das fällt uns Männern nicht so auf, weil bei uns die hormonellen Höhe, oder anders formuliert, die beste Hormonproduktionsphase haben wir bis zum Alter von 25, 28, 30. Also die ersten Jahre, die ersten drei Lebensjahrzehnte kennen wir eigentlich als Mann als eine Phase der ständigen Zunahme unserer Vitalität, unserer Hormone, vielleicht auch einer gewissen geistig-intellektuellen Entwicklung. Das sind also sehr positive Jahre. Und mit 30 beginnen die Hormone ein bisschen nachzulassen. Und es ist aber ein so geringes Nachlassen, man geht aus, dass es vielleicht 2-3% pro Jahr sind, dass wir Männer das eigentlich kaum merken. 10 Jahre später ist der Mann dann 40, dann hat er 20-30% weniger Hormone als mit 30. Weitere 10 Jahre später ist der Mann 50, dann hat er 40-60% weniger Hormone. Und wenn er dann mal die 50 oder sogar erreicht hat oder sogar auf die 60 zugeht, dann sind halt nur noch ungefähr 10-15% der ursprünglichen Hormone vorhanden. Und das merken wir Männer dann, wir schauen uns kumpelhaft an und sagen, ja, bist auch ein bisschen ruhiger geworden, ja, es gibt sich ein kleines oder großes Bäuchlein, man ist vielleicht an Aktivitäten weniger interessiert, man hat vielleicht auch einen gewissen Lebensstand erreicht, man ist vielleicht ein bisschen komfortabler, man fährt vielleicht mehr Auto und weniger Fahrrad, man ist insgesamt ein bisschen ruhiger geworden, so sagt man dann unter uns Männern. Und das führt natürlich letztlich dazu, dass wir uns in einer Hormonmangelsituation einrichten, das aber gar nicht wahrnehmen, dass es eigentlich ein Hormonmangel ist. Und so ging es auch mir. Ich habe einfach allmählich mit dem Nachlassen der Hormone mich einigermaßen eingerichtet, habe das auch gar nicht als eigentlichen Mangel wahrgenommen, sondern es war halt einfach meine Entwicklung in den Jahrzehnten von 30 bis Mitte 50. Und dann kam ich eben durch meine Begegnung mit Rimkus darauf, dass das nicht unbedingt ein natürlicher Degenerationsprozess bleiben muss, sondern dass es Möglichkeiten gibt, etwas dagegen zu unternehmen. Und dann habe ich selber angefangen, mir Hormone zuzuführen. Also zunächst die Hormonlevels, die Hormonspiegel im Blut zu bestimmen und dann da, wo was fehlt, das zuzuführen. Und so ist es jetzt, dass ich seit 3 Jahren auch die Rimkus-Kapsel nehme. Was würden Sie zu jemandem sagen, der sagt, okay, gut und schön, gesund sein möchte ich natürlich, aber andererseits möchte ich auch so die verschiedenen Lebensphasen ganz bewusst durchzumachen und jetzt bin ich eben älter oder alt, ja. Und da will ich eben auch mich zum Beispiel der Weisheit des Alters zuwenden und nicht unbedingt der Spritzigkeit der Jugend. Ja, also es ist jedem natürlich völlig selbst überlassen, wie der individuelle Mensch mit der Lebenssituation umgeht. Und es kann durchaus sein, dass ein gewisses Defizit auf körperlicher Seite einen zwingt, Fähigkeiten auf seelisch-intellektueller Ebene zu entwickeln, um dieses Nachlassen der körperlichen Aktivität zu kompensieren. Möglicherweise ist das auch der tiefere Sinn der Wechseljahre, dass wir aus einem ersten Lebenskreis, der vielleicht 7x7 Jahre, also 49, 50 Jahre andauert, hinübergehen in einen zweiten Lebenskreis, wo die Dinge, die unser Leben ausmachen, anders bewertet werden.
Und da kann es durchaus sinnvoll sein zu sagen, ja, diese körperliche Fitness, die körperliche Vitalität, vielleicht auch die Erotik und die Libido-Ebene, das tritt eben in den Hintergrund, hat eine andere Wertigkeit und dafür treten andere Elemente meines Wesens, zum Beispiel eine gewisse seelische Reife, eine gewisse intellektuelle Präzision, eine gewisse Klarheit in den Vordergrund, sodass ich dieses körperlich hormonelle Defizit durch andere Mechanismen kompensieren kann. Und wenn jemand das gerne so machen will, dann kann er das tun. Und ich wäre sicherlich kein guter Arzt, wenn ich jemanden dann gegen seinen Willen zu einer Hormontherapie überreden würde, wenn jemand eben diesen inneren Reifeprozess so machen möchte. Ich denke aber, in Wirklichkeit ist es andersrum. Wenn meine Augen Qualität verlieren, wenn meine Sehkraft nachlässt, dann nehme ich das ja auch nicht hin, sondern dann kaufe ich mir eine Brille und versuche damit, diese nachlassende Qualität zu kompensieren. Und wenn wir das jetzt auf diese Transformationsebene beziehen, also auf dieses Verschieben der Schwerpunkte von der ersten Lebenshälfte auf die zweite Lebenshälfte, dann kann man ja beides tun. Wir können ja die Anreize, die Anstöße, die uns das Nachlassen gewisser körperlicher Funktionen nahelegen, diesen Anreizen können wir nachgehen. Wir können ja versuchen zu wachsen. Wir können ja anfangen, uns zu transformieren, ein anderer, vielleicht ein besserer Mensch zu werden und gleichzeitig die damit verbundenen Defizite zu kompensieren. Und das wäre eigentlich in meinen Augen die Botschaft der Wechseljahre, wenn es denn so etwas überhaupt gibt, dass wir feststellen, wir werden allmählich ein anderer oder eine andere. Wir müssen vielleicht auch aktiv in einen anderen Lebenskreis hinübergehen. Wir müssen vielleicht gewisse Dinge anders bewerten. Wir müssen unsere Drehrichtung ändern. Wir müssen vielleicht die Methoden, wie wir mit Menschen, mit uns selber umgehen, einer Prüfung unterziehen und dann das Bessere, das Richtigere hinübernehmen in den zweiten Lebenskreis. Wenn man sich immer nur in der einen Richtung dreht, dann kommt man nie in den zweiten Kreis hinein. Vielleicht müssen wir wirklich die eine oder andere Drehrichtung wesentlich ändern, um in diese zweite Lebenshälfte gereift, transformiert hinüberzugehen. Vielleicht tatsächlich ein bisschen so, wie der Skorpion im Feuer verbrannt wird. Das Feuer wären die Malaisen, das wären die Dinge, die nicht mehr so richtig funktionieren, damit daraus dann der Phönix aus der Asche wird. Also vielleicht die Wechseljahre als eine Phase der aufgezwungenen oder der von Schicksal nahegebrachten Notwendigkeit, uns zu transformieren. Und dann ist es natürlich phänomenal, wenn wir zurückgreifen können auf eine Methode wie die Rimkus-Methode, die damit verbundenen Defizite vor allem auf körperlicher und seelischer Weise auszugleichen, durch Zufuhr der natürlichen hormonidentischen Hormone nach der Methode Rimkus. Also im Alter gesund und fit zu sein, ist einfach nur positiv, würde ich sagen. Ich würde dem auch zustimmen. Wenn man jung ist, kann man sich das nicht vorstellen, denkt man, ja, wenn ich dann mal 30 bin, bin ich dem Tode nah und dann schiebt sich die Grenze immer weiter hinaus. Aber wenn es dann mal losgeht, dass bestimmte Funktionen wirklich nicht mehr so gut funktionieren, dann sind die meisten Menschen sehr geneigt, sich darum zu bemühen, diese nachlassenden Funktionen zu unterstützen. Man kann ja beides tun. Man kann ja sich mit dem Thema, was mit dieser nachlassenden Funktion möglicherweise verbunden ist, man kann sich ja mit diesem Thema auseinandersetzen und gleichzeitig die hormonelle Funktion ergänzen. So würde ich sagen. Also lieber ein hohes Alter mit voller Vitalität und Gesundheit, als in einem niedrigen Alter mit Krankheit und mangelnder Vitalität krank zu werden und dahin zu siechen. Also ich würde eindeutig Ja sagen zu Ihrem Vorschlag. Lieber gesund, alt, als jung, krank. Vielleicht zur praktischen Seite der Hormontherapie nach Dr. Rimkus kommen. Wenn jemand jetzt sagt, okay, das spricht mich an, das gefällt mir, da will ich mich informieren, das würde ich vielleicht sogar machen, was sind da die ersten Schritte? Ja, also das Problem ursprünglich war, der Dr. Rimkus hat eben dieses Verfahren entdeckt und er war der Einzige, der das einigermaßen machte. Dann gab es ein paar Ärzte, die sagten, das ist gut. Die haben die Methode dann aufgenommen, haben sie mehr oder weniger weitergeführt. Und es war also ein lockerer Zusammenschluss von Ärzten, eigentlich kaum zusammengeschlossen. Es war eine Liste, auf der verschiedene Ärzte standen, die diese Methode mehr oder weniger genau angewendet haben.
Und das hat natürlich dazu geführt, dass manche Patienten eine Rimkus-Behandlung auch tatsächlich bekamen, so wie es von Rimkus entwickelt und geprüft wurde. Manche aber auch eine ganz andere Therapie, sodass die Rimkus-Therapie teilweise auch in Verruf geriet. Und das hat Rimkus dann dazu veranlasst, mit mir zusammen das Hormonnetzwerk zu gründen. Das Hormonnetzwerk ist eben ein Zusammenschluss von Ärzten, die sich verpflichten, nach dieser Methode Rimkus zu behandeln. Und das führt dazu, dass es jetzt eine Liste gibt, die man wunderbar einsehen kann unter dem Namen www.hormon-netzwerk.de oder www.hormon-netzwerk.org. Da kann man eben diese Liste herunterladen. Es sind mittlerweile über 350 Ärzte aufgelistet. Und dann kann man sich nach Postleitzahl geordnet einen Arzt heraussuchen, der in der Nähe des Wohnortes praktiziert und sich dann nach dieser Methode Rimkus behandeln lassen. Konkret würde das dann so aussehen, dass der Arzt in der Regel zuerst ein ausführliches Aufnahmegespräch führt, weil man muss ja klären, sind die Symptome, die der Patient hat, wirklich wahrscheinlich auf einen Hormonmangel zurückzuführen. Wir nennen das die Anamnese und die Indikationsstellung. Steht also wirklich die Krankengeschichte so da, dass man sagen kann, es spricht alles dafür, dass es sich bei den Symptomen um solche Symptome handelt, die aufgrund eines Hormonmangels zustande gekommen sind. Der zweite Schritt ist in der Regel dann eine Blutabnahme. Wir wollen die Hormonspiegel bestimmen und wollen dann sehen, sind die Hormonspiegel tatsächlich zu niedrig. Man kann sich da tatsächlich auch irren. Es gibt andere Defizite, die zu ähnlichen Symptomen führen können, wie ein Hormonmangel, zum Beispiel ein Eisenmangel, kann zu ähnlichen Symptomen führen. Depressionen können zu ähnlichen Symptomen führen, aber auch Mangeln von bestimmten Neurotransmittern kann zu ähnlichen Symptomen führen. Und deswegen ist eine gewisse Differentialdiagnostik, also eine Abwägung der möglichen Ursachen durch die Hand des Arztes notwendig, auf der Basis der Anamnese und auf Basis der Hormonblutwerte. Wenn aber die Hormonblutwerte eindeutig einen Mangel belegen und die Anamnese passt, dann vermacht der Arzt sein Rezept. Dieses Rezept geht zur Apotheke und die Apotheke stellt dann die Kapseln in der vom Arzt verordneten individuellen Dosierung her, sodass damit jeder Patient dann seine Dosis bekommt. Und alle 3 Monate wird zunächst der Hormonpegel kontrolliert. Es wird also alle 3 Monate das eine und das andere und möglicherweise noch andere Hormone nachgeschaut, ob die wirklich schon im grünen Korridor sind. Und die Hormone, die vielleicht schon ein bisschen zu hoch sind, werden in der Kapsel reduziert. Die Hormone, die noch zu niedrig sind, werden erhöht, sodass man langsam allmählich mit gewissen Auszackern in diesen Korridor hineinkommt. Und wenn der Korridor dann im Abstand von 3 Monaten 2-mal erreicht war, dann geht man auf 6-monatige Kontrollen über. Also, in der Regel ist eine Erstanamnese beim Arzt notwendig. Die dauert in der Regel 1 Stunde, manchmal auch länger. Mit dieser Erstanamnese verbunden ist eine körperliche Untersuchung und eine Blutabnahme, um ihm sicherzustellen, besteht wirklich ein Hormonmangel. Wenn das sicher steht, macht der Arzt sein Rezept. Das Rezept geht zur Apotheke und die Apotheke stellt die Kapseln her. Und der Patient nimmt dann morgens und abends seine Kapsel. Und nach 3 Monaten wird kontrolliert, ob die Hormonwerte im Korridor angekommen sind. Die Hormone, die noch zu niedrig sind, werden erhöht. Die Hormone, die zu hoch sind, werden vermindert. Und auf diese Weise wird sichergestellt, dass jeder Patient zunehmend genauer die Hormonmenge bekommt, die er oder sie tatsächlich braucht. Sie haben auch ein Buch geschrieben, was quasi alle Informationen enthält, was aber auch teilweise sich an Ärzte richtet. Stimmt das? Ja, das stimmt. Mit einer kleinen Einschränkung. Das Buch enthält vielleicht nicht alle Informationen, sondern das Buch ist ein Lesebuch, wo man die Grundlagen der Hormontherapie nach Rimkus in einer, wie ich hoffe, verständlichen Sprache nachlesen kann. Ich habe auch einige Fälle aufgeführt, wo man lesen kann, wie dieser Fall, wie diese Fälle eben behandelt worden sind. Es gibt auch im Internet sehr viele Informationen dazu. Man kann auf den bereits genannten Seiten www.hormonnetzwerk.de und www.hormonnetzwerk.com kann man nachschauen und da sind mittlerweile über 3000 Antworten und Fragen veröffentlicht zum Thema Hormonbehandlung nach Rimkus. Und die Grundlage für diesen Blog im Internet bildet eben dieses Buch.
Das Buch ist von Rimkus gegengelesen. Es hat auch ein sehr nettes Vorwort dazu geschrieben. Und wir können also weitgehend davon ausgehen, dass die Inhalte wirklich die Rimkus-Methode wiedergeben. Das ist eine schöne Ergänzung zu den Büchern, die Rimkus selber geschrieben hat. Und ich habe mich bemüht, so zu formulieren, dass es sowohl von Patienten verstanden wird, dass aber auch Ärzte, die erste Schritte machen wollen in diese Methode, dass auch Ärzte wertvolle Hinweise bekommen, wie die Rimkus-Methode aussieht. Es kann also für einen Arzt eine erste Information sein. Und wenn Ärzte dann sagen, ja, das interessiert mich, ich möchte mich in dieser Rimkus-Methode vertiefen, dann bieten Rimkus und ich zusammen im Jahr 4 bis 5 Wochen den Seminare an, wo wir dann Ärzte ausbilden in dieser Rimkus-Methode, die dann auch entsprechend zertifiziert werden. Und diese Ärzte können Sie eben im Internet finden, wenn Sie als Patient einen Behandler suchen. Sie sind ja sehr engagiert für die Rimkus-Methode, für die, ich will immer sagen, körperidentischen Hormone, weil ich habe sie unter dem Namen kennengelernt, aber natürlichen, humanen, identischen Hormone. Ja. Sie sind sehr dafür engagiert. Kann man sagen, dass es irgendwie eine Herzensangelegenheit für Sie ist? Ja, das kann man wirklich sagen. Ich bin selber ganz überrascht. Ich habe die Rimkus-Methode ja erst im Jahr 2011 kennengelernt. Jetzt haben wir 2017. Also ich kenne sie seit 6 Jahren. Und sie ist mir wirklich zu einem Teil meines therapeutischen Spektrums geworden. Und sie ist mein Herzensanliegen. Ich habe vorhin schon kurz darauf hingewiesen, das ist das, was ein Arzt gerne erleben möchte. Wir möchten den Patienten, die zu uns kommen, die uns teilweise ja auch berühren als Mensch, wir möchten den Menschen helfen. Und wenn es jetzt eine Methode gibt, die dermaßen überraschend gute Wirkung hat und die keine Nebenwirkungen produziert oder jedenfalls kaum Nebenwirkungen hat, dann, glaube ich, geht es den meisten Ärzten so, die das erleben, dass sie die Methode dann immer mehr sich zu eigen machen und sich voll hinter die Methode stellen. Und so ist es mir gegangen. Und vielleicht ist auch noch ein wesentlicher Aspekt, dass Volker Rimkus als Mensch ein sehr besonderer Mann ist. Ich bin mittlerweile mit ihm befreundet. Die ganze Methode lebt von ihm, lebt von seinem Wesen. Und das hat mich natürlich auch sehr unterstützt, tiefer und immer tiefer in diese Methode einzudringen und sie mir zu eigen zu machen. Er ist 20 Jahre älter als ich und insofern kann man vielleicht doch sagen, dass ich gewissermaßen ein Nachfolger von Rimkus bin, dass ich die Methode weitertrage und vielleicht jetzt in den Kollegen, die die Methode von uns lernen, die dritte Generation langsam heranwächst, sodass dieses Wertvolle, was in der Rimkus-Methode von ihm entdeckt wurde, dass das dann nicht endet mit ihm, sondern dass es weitergegeben wird an die nächste Ärztegeneration. Aus einer anderen Richtung betrachtet muss man schon sagen, wir haben ja ungefähr 20% der Frauen in dieser kritischen Phase, wo die Hormone wegbrechen, wo sie zum Teil wirklich schlimme Hormonmangelsymptome haben. Bei den Männern ist es nicht so ausgeprägt, aber wenn wir vielleicht näherungsweise annehmen, das sind 10% der Männer. Wir haben 80 Millionen Bundesbürger, 20% von 80 wären 4 Millionen Frauen. Nehmen wir an, 10% der Männer wären 2 Millionen Männer. Das heißt, wir hätten 6 Millionen Bundesbürger nur in Deutschland, die unter Symptomen eines Hormonmangels leiden. Und wir haben hier eine Methode, in der Rimkus-Methode, die annähernd nebenwirkungsfrei ist, wo die Hormone ersetzt werden können, ergänzt werden können, wo wir eine echte Hormonergänzung machen können, wo es den Menschen richtig gut geht. Also ich finde es schwierig, die Methode nicht durchzuführen. Ist da auch schon ein bisschen Dankbarkeit für die Wirkung am eigenen Körper bei Ihnen oder war der Mangel nie so groß oder wie sieht es da aus? Das ist immer ein bisschen schwierig, das bei sich selber zu beurteilen. Ich würde bei mir eher sagen, dass die größere Überraschung gekommen ist durch meine Patienten, dass ich wirklich unglaubliche Wirkungen der Rimkus-Therapie bei Wechseljahresfrauen erleben durfte und dass mich das dann animiert hat, es bei mir selber auszuprobieren und das hat mich bestärkt, weiterzumachen und auch mir diese Hormone zuzuführen. Bei mir waren diese Defizite, soweit ich das beurteilen kann, meine Frau sieht das möglicherweise anders,
nie so stark ausgeprägt, dass ich das als behandlungsbedürftig gesehen hätte, sondern bei mir ist eher der Aspekt der Vorbeugung damit verbunden. Bei uns Männern, das ist etwas, was die meisten gar nicht so richtig wissen, besteht ja mit zunehmendem Alter ein immer stärker werdendes Problem mit der Prostata. Prostata-Vergrößerungen sind für den Mann eigentlich fast unausweichlich. Wenn wir nur alt genug werden, kriegen wir alle Probleme mit der Prostata. Und auf diesem Hintergrund ist die Rimkus-Therapie mit Progesteron und Östrogen ein sehr guter Weg, diese Erkrankung der Prostata zu verlangsamen und möglicherweise ganz zu stoppen. Das heißt, bei mir steht also sehr deutlich ein Vorsorge-, ein Präventionsaspekt im Vordergrund. Ich selber empfinde bei mir keine so ausgeprägten Defizite, aber ich mache die Rimkus-Therapie für mich eher, damit ich keinen Herzinfarkt bekomme, damit der Schlaganfall unwahrscheinlicher wird, damit meine Gefäße, meine Schleimhäute elastisch bleiben, dass meine Gelenke nicht anfangen zu knirschen, um diese ganzen Zipperleien zu vermeiden, aber vor allem auch, um die Prostata-Gesundheit zu erhalten. Ob das gelingt, kann ich nicht sagen. Wir werden sehen. Gibt es noch was zum Thema, das Sie gerne, über das Sie gerne sprechen möchten, noch einen Aspekt? Ja, ich bin ein bisschen bedrückt von der mangelnden Aufnahme der Rimkus-Therapie in der Ärzteschaft. Es ist also sehr erstaunlich, wenn diese Erfolge, die Rimkus-Therapie bei meinen Patienten auslöst, wenn auch andere Ärzte diese Erfolge haben, dann müsste eigentlich Rimkus der Mann sein, das Rimkus-Verfahren müsste die Methode sein, um Wechseljahresbeschwerden zu behandeln. Erstaunlicherweise ist diese Methode in der Ärzteschaft weitgehend unbekannt. Viele Kollegen sagen, sie hielten nichts davon oder sie wüssten nichts Näheres und würden diese Behandlung mit Pflanzenextrakten ablehnen. Das ist natürlich eine sehr eigenartige Aussage, weil es sich keineswegs um die Behandlung mit Pflanzenextrakten kümmert, sondern es ist eine Behandlung mit Hormonen. Rimkus-Therapie ist eine Hormonbehandlung, und zwar eine echte Hormonbehandlung, wo wir die Hormone verwenden, die identisch mit den natürlichen Hormonen sind. Also zum Ersten ist die Aussage schlichtweg falsch. Und zum Zweiten fragt man sich doch, warum Kollegen, die vielleicht einen Schwerpunkt haben im Rahmen der Endokrinologie, also im Rahmen der Drüsenkunde, vielleicht sogar gynäkologische Endokrinologen sind, also Ärzte, die sich speziell vertieft haben in den Bereich zwischen Frauenheilkunde und Drüsenheilkunde, warum die nicht alle begeistert sind von dieser Rimkus-Therapie. Und da muss man ein bisschen tiefer gründen. Es ist mittlerweile so, dass die überwiegende Mehrzahl der Fortbildungen im frauenärztlichen Bereich, in anderen Arztdisziplinen ist es leider auch so, von der Pharmaindustrie bezuschusst und finanziert werden. Und ich befürchte, dass da ein gewisser Einfluss auf gerade die Ärzte ausgeübt wird, die die beste Methode suchen. Die lesen sehr viel, die lesen sehr viel Literatur, die lesen sehr viel wissenschaftliche Artikel. Und weil die Pharmaindustrie eben nur die Forschungen unterstützt, die ihr nutzen, verständlicherweise, gibt es sehr wenige Forschungen, wenn überhaupt, zum Thema Rimkus. Das heißt, die Ärzte, die sich um eine besonders gute Therapie bemühen, die wissenschaftlich ganz vorne an der Front sind, die Ärzte erfahren so gut wie gar nichts von der Rimkus-Therapie, weil es darüber kaum Publikationen gibt, weil eben die Pharmaindustrie keinerlei Gelder dafür bereitstellt. Manchmal hat man allerdings sogar den Eindruck, dass es der Pharmaindustrie ganz recht ist. Ich meine jetzt Big Pharma, also die ganz großen, die Milliardenkonzerne, weil sie dann natürlich ihre synthetischen Hormonpräparate besser verkaufen können, wenn diese viel eigentlich qualitativ viel besseren Präparate nach Rimkus, wenn die keine relevante Marktpräsenz haben. Ich muss also ein bisschen eine Bedrückung Ausdruck verleihen. Mein Wunsch wäre es, dass sich die Rimkus-Therapie wie ein Lauffeuer über die ganze Welt verbreitet, deswegen ja auch die Gründung des Hormonnetzwerks, deswegen auch unsere Bemühungen mit der Fortbildung der Kollegen. Wir stellen aber fest, dass das nicht in dem Maße zum Tragen kommt, wie es wünschenswert wäre. Und ich befürchte, dass da durchaus auch Leute Interesse haben, dass die Rimkus-Methode eben nicht so zum Tragen kommt, wie es eigentlich für die Menschen gut wäre. Wäre es hilfreich, wenn sich Menschen an Universitäten in der wissenschaftlichen Forschung finden würden, die sich für die Rimkus-Methode
interessieren und sie erforschen oder die nötigen Tests machen werden? Oder? Wir haben das von uns aus bereits versucht. Rimkus hat mehrere Versuche gemacht. Universitätsinstitute oder auch Zeitschriften, wissenschaftliche Zeitschriften zu kontaktieren, um über die Methode zu berichten. Das wurde abgelehnt. Ich selber habe das auch getan. Ich habe auch mit mehreren wissenschaftlichen Einrichtungen Kontakt aufgenommen. Da hieß es immer kein Interesse. Ob das wirklich nur ein mangelndes Interesse ist, ob es andere Gründe gibt, weiß ich natürlich nicht. Und wir versuchen das jetzt in kleinen Schritten zu erreichen, indem wir hier und da mal eine kleine Publikation präsentieren. Es sind jetzt bereits zwei Publikationen unterwegs. Eine ist bereits erschienen im letzten Monat, die andere wird im nächsten Monat erscheinen, sodass man dann auch in ärztlichen Zeitschriften über die Rimkus-Methode lesen kann, wenn man das denn möchte. Fernziel wäre natürlich die mehr oder weniger Etablierung der Methode. Und dazu bräuchte es tatsächlich umfangreichere wissenschaftliche Studien, die wir für sehr hilfreich halten würden. Das ist aber immer, wie immer, auch eine Frage des Geldes. Das Interesse ist auf Seiten von Rimkus und mir und des ganzen Hormonnetzwerks absolut gegeben. Aber das sind dann eben Summen, 500.000, 750.000, ganze Millionen. Wir bräuchten also eine größere Summe Geldes, die uns zum Zweck zur Verfügung gestellt wird, wissenschaftliche Forschung zu betreiben, weil es an den Universitäten, jedenfalls an denen, mit denen wir bisher Kontakt hatten, keine Möglichkeit oder kein Interesse gibt, diese Forschungen durchzuführen, sodass wir von außen diese Forschung machen müssen. Und das braucht aber Ressourcen. Es braucht Humankapital, es braucht Menschen, die das machen, es braucht Einrichtungen, es braucht Computer, es braucht Laborleistungen und so weiter und so weiter. Wir haben das gerade geprüft. Und da kam heraus, dass wir ungefähr 5.000 Fälle untersuchen müssten, um eine wissenschaftlich solide Aussage machen zu können. Und das ist eben nur möglich, wenn dafür entsprechende Ressourcen bereitstehen, die wir selber im Moment leider noch nicht haben. Und der andere Weg ist eben, dass sich immer mehr Menschen als Patienten dafür interessieren. Weil das schafft ja dann auch, wenn ein Mangel an Ärzten da ist, die nach der Methode behandeln, dann ja, wird es dann auch mehr Ärzte anziehen. Ne? Genau, das ist der Weg, den wir jetzt beschritten haben. Rimkus seit 35 Jahren, ich jetzt mittlerweile seit 2011, also seit 6 Jahren. Wir behandeln Patienten, die Patienten erzählen ihren Freunden und Freundinnen, wie es ihnen damit geht. Und so wird im Laienbereich diese Rimkus-Methode immer mehr zu einem Begriff. Rimkus steht mittlerweile synonym für Behandlung mit natürlichen Hormonen, was natürlich ein toller Erfolg ist, dass in der Bevölkerung die Rimkus-Methode sich zunehmend etabliert. Wir kriegen sogar Anfragen von Apotheken, wo Apotheken von Patienten gefragt werden, macht er denn die originalen Rimkus-Kapseln, weil da vorher in Kapseln steht nicht Rimkus drauf. Also es ist ein Markenname geworden für eine sehr gute Behandlung, in meinen Augen die beste Behandlung mit natürlichen Hormonen. Und das ist der Weg, der sich jetzt eben nahelegt, dass durch die Patienten diese Methode sich immer weiter verbreitet, dass immer mehr Ärzte davon hören, dann lernen, wie man die Methode ausübt und dass wir auf diese Weise eine immer breitere Durchdringung bekommen der Rimkus-Therapie, die eben tatsächlich vielleicht nicht wie ein Lauffeuer, sondern eher in kleinen Tippelschritten immer weiter verbreitet. Das sieht man ja auch an den Ärzten. Noch vor 5 Jahren hatten wir 30, 40 Rimkus-Ärzte, mittlerweile haben wir 300 Ärzte. Oder 350 Rimkus-Ärzte. Also da hat sich schon schön was entwickelt. Aber es ist eben doch ein langsamer Prozess und wir würden doch auch sehr gerne die wissenschaftliche Begleitung durchführen, um eben die Methode abzusichern und sie für zukünftige Generationen zu bewahren. Also dieser Wunsch bleibt. Herr Dr. Beck, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Habe ich gerne gemacht und ich hoffe, dass es zur Verbreitung der Rimkus-Methode beiträgt und dass Menschen, die in Schwierigkeiten sind, weil ihre Hormone weniger werden, dass sie auf diese Weise von der wunderbaren Rimkus-Methode erfahren und dass vielleicht die ein oder andere Krankheit, die wegen Hormonmangels entsteht, jetzt nicht mehr entsteht und dass die Menschen gesünder, vitaler und mit mehr Spannkraft in ein möglichst hohes Alter hineingehen können. Herzlichen Dank für das wunderbare Interview. Danke Ihnen vielmals.